So, meine Freunde, willkommen zum heiß erwartetsten Video 2019 GPL Season 6 Moon Conference. Die Tactas Toppers, ihr seht schon auf dem Bildschirm, melden sich zurück, ja, beziehungsweise überhaupt mal in der GPL Season. Denn ihr wisst ja, ich bin jemand, Tradition wird bei mir nicht so groß geschrieben. Wir haben jede Season, der wir irgendwo mitmachen, ein anderes Signature, ja, weil ich das einfach cooler finde, epischer finde, auch mal neue Dinge auszuprobieren, alright? Und heute stelle ich euch unseren Kader vor, sage nochmal ein bisschen was zu den Picks und, ja, werde wahrscheinlich nochmal kurz einen Shoutout auch machen an den Merch-Shop, den GPL Merch-Shop, Leute. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ich zeige euch das jetzt nochmal auf dem Bildschirm. Das ist der Link zu Elbstar. Ja, dort müsst ihr dann auf die Moon Conference klicken, weil wir, die Tactas Toppers, sind ja in der Moon Conference. Okay. Und ja, dort scrollt ihr runter, bis wir dann hier, glaube ich, hier war das, genau. Bis wir so relativ mittig sind. Die Tactas Toppers, hier haben wir, was haben wir hier? T-Shirts für Männer, für Frauen. Wir haben Hoodies, Unisex-Hoodies. Unisex-Hoodies. So, wir haben natürlich noch Tactas Toppers Tassen, die ich auch sehr, sehr stylisch finde. Und wir haben Tactas Toppers Mauspads, was ich auch verdammt episch und stylisch finde. Also wenn ihr da irgendetwas haben wollt oder auch von anderen GPL-Teilnehmern, aber natürlich eher von uns, weil ihr seid ja Fan von uns, hoffe ich, dann geht in die Beschreibung, klickt auf den Link und dann kauft den Shit, ja. Supportet mich natürlich auch dementsprechend, ja. Aber das war's jetzt mal mit dem, hier, was war das, Product Placement etc. pp. Heute reden wir über meinen Kader in der GPL. Und gleich mal vorweg gefragt, wie findet ihr den Kader einfach nur so visuell von den Pokémon, ja, vom Style-Faktor her? Ich muss gestehen, ich habe dieses Mal wirklich mal Monster gepickt, ja, Pokémon gepickt, mit denen ich, ja, auch wirklich etwas reißen kann, die halt sehr, sehr viel Synergien aufweisen und die vor allen Dingen definitiv jetzt schon, das sage ich auch schon, das sage ich jetzt schon im Vorfeld, ja. Das ist ein Team, was definitiv Top 3 Potenzial hat, okay. Es gibt einen einzigen Pick, den man vielleicht kritisieren kann, dazu sage ich dann aber dementsprechend oder an der entsprechenden Stelle selbstverständlich selber etwas, ja. Zuallererst sehen wir hier unseren ersten S-Pick, Mega Glurak X. Wie oft habe ich versucht, Mega Glurak X in der GPL zu picken, ja. Season 3 habe ich es versucht. Ich habe es in der Season 4 nochmal versucht. Es hat nicht funktioniert. In Season 5 war ich nicht dabei. Und jetzt in Season 6, nach 3 Versuchen, ist es endlich soweit. Wir haben unseren Mega Glurak X im Team. Ich bin da echt extrem froh. Und ich kann euch jetzt gleich einfach mal vorweg sagen, das ganze Team, diese ganzen Pokémon, die wir hier sehen, ja, die bauen darauf auf, Mega Glurak X zu supporten. Sprich, Mega Glurak X ist das Grundgerüst dieses Teams. Und ich bin heilfroh, dass wir das haben. Gerade im GPL-Format finde ich dieses Ding extrem gefällig. Es gibt super wenige Pokémon, die dieses Pokémon wirklich gut countern können, ja. Und im Draft-Format, im Draft-Meta, kann ich mich ja auf diese Counter, wenn der Gegner die theoretisch hat, einstellen. Sprich, mein Gegner muss kreativ werden, er muss neue Dinge ausprobieren. Und wer gibt ihm denn die Garantie, dass es funktioniert? Mega Glurak X ist so ein konstantes Monster, ja. Ich glaube, das Ding kann ja auch noch Schwertanz, es kann Drachentanz, es kann Bulky gespielt werden, ja. Es hat einen 130er Spezialangriff, das Ding ist geil. Ich wollte es unbedingt haben und das ganze Team braucht darum auf, Glurak X zu supporten, ja. Unter anderem so Pokémon wie Kobalium im Arzt zum Beispiel, so Pokémon wie Rotom Cut oder auch so Pokémon wie X-Butt und Klefki. Also eigentlich das komplette B-Tier baut darum auf, einfach nur Glurak zu supporten, ja. Tarnsteine hauen wir weg mit Rotom bzw. mit unserem X-Butt, ja. Klefki setzt eventuell Screens auf, damit Glurak zum Boosten kommt, ja. Klefki kann Spikes legen, ja. Spikes extrem wichtig, ja. Spike-Support, denn wie ihr seht, wir haben ein richtig krassen Pivot-Core, ja, denn wir haben Pokémon, die, weiß ich nicht, drei Pokémon, die Voltwechsel, glaube ich, können, zwei Pokémon, die irgendwie Kehrtwende können, sprich, wir können uns immer irgendwie versuchen, in eine gute Momentumlage zu bringen, dass unser Gegner wechseln muss, ja, ansonsten nimmt er halt irgendwie oder läuft Gefahr, dass er einen Kill irgendwie riskiert, ja, dass sein eigenes Pokémon gekillt wird, was ich extrem nice finde. Wir zwingen also unseren Gegner zu wechseln und dadurch, dass wir vielleicht Tarnsteine, Stachler etc. pp. Liegen haben, ja, kriegt er die ganze Zeit Residual Damage, okay?
beziehungsweise Entry Hazard Damage. Und das ist der perfekte Nährboden für ein Pokémon wie Glurak, um dann halt im Late Game irgendwie durchzugehen und zu sweepen. Das war die Idee dahinter und ich glaube, wir haben das wirklich mit diesem Team echt gut hinbekommen. Ja, also wie gesagt, Pokémon wie Rotom Cut, die hauptsächlich aus diesem Grund eigentlich nur im Team sind, um halt Momentum zu generieren, um Pokémon zu Revenge killen, ja. Ah, geiles Mon, ja, also da freue ich mich schon extrem drauf. Pokémon wie X-Bat, die sorgen natürlich dann auch noch dafür, dass man auch wieder Revenge killen kann, ohne ein Scarf oder ähnliches. Rotom Cut ist beispielsweise ja sehr vom Scarf abhängig, wenn es Revenge killen soll. Aber X-Bat braucht das Ganze nicht. 130 Initiative, richtig gut zum Revenge killen. Defog, Roost etc. pp. Ist eine gute Antwort gegen irgendwelche Fighting-Types, okay? Auch wenn man da natürlich vor Stone Age aufpassen muss, weil fast alle Fighting-Types, wenn nicht sogar alle Fighting-Types, natürlich Stone Age bzw. Rock Slide können, ja. Aber trotzdem, ja, X-Bat supportet natürlich auch das komplette Team. Und sorgt für Momentum. Oder, wir können ja auch tatsächlich mal in die spezielle Trickkiste greifen und Nasty Plot X-Bad rauspacken. Wer weiß, ist theoretisch möglich, ja. Wahrscheinlich nur in den wenigsten Fällen, aber hin und wieder könnte das ja vielleicht ja ganz gut sein. Ansonsten natürlich Choice Band X-Bad, wenn wir mal irgendwie was richtig krass Offensives spielen, ist auch sehr, sehr nice. Also wir haben da schon echt verdammt viele Optionen auch mit X-Bad, ne? Wenn wir schon neu im B-Tier sind, machen wir natürlich direkt mit Klefki weiter, also mit Klavion. Was ist das Coole an Klavion? Das ist unser Fairy-Type in diesem Team. Wir waren längere Zeit am Überlegen und wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich namentlich nicht nur mich, sondern natürlich auch Uka, Waver und Pommels. Wir haben nämlich das Team zusammengebaut, damit wir so wenig wie möglich Schwächen dabei haben und naja, 8 Augen sehen besser als 2, sag ich dann nochmal. Ist ja klar, ne? Klefki, verdammt geiles Pokémon. Einige haben natürlich gelacht, als ich das damals gefirstpickt habe und dann halt irgendwie die ersten 13 Spieltage nur zweimal mitgenommen habe. Das lag aber auch daran, dass es ein Random Pick war und ich die letzten Drafts eher spontan gedraftet habe. Hier hat Klefki aber definitiv eine Rolle. Wir wollten Klefki von Anfang an haben. Normalerweise hätten wir vielleicht Florges genommen. Florges wäre hier the way to go gewesen. Klefki war aber die Alternative. Und da Florges mir weggepickt wurde in der Runde davor, haben wir uns für Klefki entschieden. Klefki, wie gesagt, Spike Support, Screen Support, T-Wave, Toxin, halt irgendwelche Status-Debuffs, die auch verdammt wichtig sein können. Steel-Type, Fairy-Type, so Sachen wie Magnetrise sind natürlich ganz gut, um Boden-Pokémon abzufangen. Klefki kann schon echt nice sein. Punish vielleicht auch irgendwelche Stat-Up-Mons mit Schmarotzer. Ich mag Klefki. Gerade in diesem Team kann Klefki, gerade in diesem Team wird Klefki scheinen. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also Klefki wird nicht mehr dieses Spottgeschöpf sein, was wir in Season 4 erlebt haben. Keine Sorge. Dieses Mal wird es auf jeden Fall öfter ins Team gepackt, um halt das ganze Team zu supporten. Aber wir würden uns ja schwächen, wenn wir uns zu sehr von einem einzigen Pokémon abhängig machen, beispielsweise Mega Glurak X. Wir haben natürlich noch andere Pokémon, die breaken können. Eins dieser Breaker-Pokémon ist im A-Tier vorzufinden, Cobalion. Ja, Cobalion kann aber auch defensiv gespielt werden. Cobalion hat die Stealth-Rocks, Cobalion kann Voltwechsel spielen. Cobalion kann Setup mit Schwertanz und komplette Teams im Late-Game auseinandernehmen. Ja, Cobalion hat 108 Base-Speed. Müssen 108 Base-Speed sein. Also das ist ein verdammt guten Speed-Tier. Und das Ding kann im Late-Game aufräumen. Das ist ja das Wichtigste. Aber nicht nur das, es kann halt auch einfach Momentum schaffen. Oder es ist ein kompletter Support-Build, ja, indem wir halt einfach was Defensiveres nehmen. Cobalion ist mein First Pick gewesen, ich bereue es nicht. Cobalion war verdammt wichtig. Es war in den Top 3 mit Glurak X, der Pokémon, die wir auf jeden Fall in den ersten 3 Runden haben wollten. Und es hatte Priorität Nummer 2. Und das werde ich euch allen beweisen, warum. Denn gerade in diesem Grundgerüst trägt Cobalion dazu bei, dass das Team halt stabil läuft. Ja? Schnell, Voltwechsel, Tarnsteiner theoretisch, oder wir spielen es einfach als Attacker. Das Ding ist dangerous, das Ding ist böse, selbst ohne Z-Moves. I like, finde ich spitze. Dann ein Pokémon, was wir eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatten, vor dem Draft, was wir dann aber zwangsweise nehmen mussten, weil wir einfach keinen bulky Water-Type haben, ja? Lashoking. Lashoking, und also einige Leute fragen, warum Lashoking und nicht, Lamus? Der Grund ist einfach, Lamus wurde uns weggepickt, ansonsten hätten wir höchstwahrscheinlich Lamus genommen, aber wenn man da nochmal einen zweiten Blick drauf wirft, ist Lashoking natürlich trotzdem nicht
schlecht. Lashokin geht vor allen Dingen extrem gut mit Kobalion Hand in Hand. Ja, Kobalion physisch kann das richtig gut für Sachen wegtanken, während das Ganze natürlich bei Lashokin eher auf der speziellen Seite ist. Mit einer Assault-West-Variante zum Beispiel. Wir können defensive Teams mit Trickbetrug, Wahlschall, Wahlglas etc. können wir einfach defensive Teams zum Beispiel lahmlegen. Ja, also Lashokin ist eins der Pokémon, die ich in Gen 6, am Anfang von Gen 6, sehr gerne gespielt habe, weil es so vielseitig ist. Es kann Fire Blast carryen, also Flammenwurf oder Feuersturm, ja, um gegen Steel Types nochmal ein besseres Matchup zu haben. Es hat Scald drauf, es hat geile Recovery, ja. Und theoretisch kann es auch selbst wieder sweepen mit Nasty Plot. Da muss man halt echt aufpassen. Lashokin ist ein gutes Monster. Und in dem Team auf jeden Fall auch besser als Lamus. Also ich bereue es nicht, dass Lamus weggegangen ist vorher. Lashokin macht das Ganze nämlich in diesem Team definitiv besser. Und Lashokin ist ein Pokémon, was ich sehr, sehr mag. Also, was gibt's Besseres? Gehen wir jetzt schon mal ins S-Tier und reden über Voltolos? Nee, noch nicht. Wir reden über Keifel. Wir gehen schon mal ein bisschen in die Lorentiers. Ich werde als letztes über Voltolos reden, weil das, man sagt ja immer die guten Sachen zuerst. Keifel, C-Pick, mein erster C-Pick. War verdammt wichtig fürs Team. Wir haben am Anfang, wir waren relativ schwach gegen Elektroattacken aufgestellt. Keifel hat eine Elektro-Immunität, Verzeihung. Sehr, sehr nice. Keifel ist ein Evolit-Nutzer, was halt nochmal ganz gut ist wegen dieser ganzen Item-Claws-Geschichte und so. So können wir natürlich den Evolit auf dieses Pokémon legen und dort irgendwie Life-Orb oder was auch immer sparen. Ja? Keifel hat Priority, Keifel ist tanky as fuck. Also, es gibt einige Leute, die echt Angst haben müssen vor Kyurem Black. Ich nicht. Ich habe nämlich meinen Keifel. Keifel tankt Kyurem Black weg wie sonst was, okay? Und Keifel haut zudem extrem gut rein. Es hat, wie gesagt, auch noch Ice Shard Priority. Es hat Erdbeben. Es kann ansonsten trotzdem irgendwie gut supporten. Rest Talk ist hier auf jeden Fall auch nochmal eine Option. Ich mag Keifel sehr. Und Keifel, ihr werdet es nicht glauben, aber mit den Evoliten tankt das übertrieben krass. Also wirklich übertrieben krass, ja. Und Speckschicht macht es natürlich nur noch besser gegen Ice-Moves, ne. Wir haben also sozusagen eine Eis-Resistenz, was krass ist. Wir sind gegen Feuer neutral aufgestellt, mit dem Evolit technisch gesehen. Sogar auch hier wieder eine Resistenz, aber Wahnsinn. Ja, Keifel ist ein unfassbar starker C-Pick. Hatten einige auf dem Schirm und wir haben Keifel gebraucht, okay. Keifel ist sehr, sehr nice. Und gerade, wenn man so auf die ganzen anderen Teams schaut, die sind nicht so gut aufgestellt gegen Ice-Moves. Viele Leute haben eine eklatante Eisschwäche. Wir sind extrem krass aufgestellt gegen Ice-Moves, ja. Und ich finde generell, unser Team ist sehr, sehr gut gebalanced gegen alles, was irgendwie Typing-mäßig angreifen könnte. Flug, gut, könnte am ehesten irgendwie hier nervig werden, aber auch gegen Flug haben wir hier beispielsweise Klefki, wir haben, weiß ich nicht, Voltolos, was eventuell auch in eine Flugattacke reinkommen könnte. Also Flug, da mache ich mir jetzt wirklich nicht allzu krass ins Hemd, keine Sorge. Weiteres Mon, was ganz wichtig war für unsere Planung, war Miltank, auch wenn das am Anfang nicht in unserem Plan stand und sich dann halt mehr später ergeben hat. Miltank ist ein gutes Support-Monster. Ja, Miltank ist schnell. Miltank gibt uns einen weiteren Steinchenleger neben Keifel, neben Kobalium. Also wir haben hier echt drei Monster, die Steinchen legen können, was. Und jedes von denen ist in seiner Art und Weise irgendwie nützlich. Ja. Und vor allen Dingen die Tatsache, dass wir halt nicht nur irgendwie Steinchen auf Kobalium drauf haben müssen. Ja, entlastet halt ein bisschen Kobalium, ja, indem Kobalium dann natürlich statt drei Moves, vier Moves auf einmal hat, was viel, viel besser ist, selbstverständlich, ne? Miltank kann also Steinchen legen, oder was auch ganz cool an Miltank ist, Miltank ist tanky, Miltank hat Heal-Belt-Support, ne, und generell, ich will jetzt nicht sagen, Miltank macht viel Damage, aber Miltank kann halt das Team supporten mit Sachen wie Body Slam, indem wir halt einfach überall Paralysen spammen. Es gibt einige Teams, die haben eben nicht so krassen Support, was, hier Healbell und sowas angeht, das können wir mit Miltank abusen. Body Slam, Spam, irgendwas paran, Glurak X freut sich, ja. Kobalium, zack, freut sich. Auch Maromai, zack, zu dem wir gleich kommen, freut sich. Miltank ist ein gutes Mon im Draft-Meter und definitiv ein sehr, sehr guter C-Pick. Ich würde sogar sagen, eines der besten C-Mons überhaupt. Jetzt kommen wir zu meinem Last-Pick. Ich habe mich ganz zum Schluss für Maromai entschieden. Der Grund ist ganz einfach. Wir waren überlegen, was wir als letztes reinnehmen. Wenn wir die letzten beiden Pokémon, also Zorbiris und Maromai, wegstreichen, ja,
dann wäre unser Team schon komplett gewesen. Okay? Die letzten beiden Picks, also D und, also Zombirus und Machomai, die haben wir wirklich nur gemacht als Filler. Ja, also wenn wir die vielleicht in 2-3 Spieltagen mitnehmen, wäre das schon ganz nice, gerade bei Zombirus. Aber bei Machomai haben wir halt uns halt gedacht, warte mal, Machomai, klar, wir haben schon einen Fighting-Type, aber Machomai ist nochmal ein richtig fetter Breaker. Machomai kann richtig hart reinhauen. Adrenalin heißt auf Fassade beispielsweise. Wie viele Mons wollen das tanken? Im GPL-Meter. Wie viele Leute haben überhaupt die defensiven Kapazitäten, um so etwas zu tanken? Aber nicht nur das, wir können theoretisch auch irgendwas mit Dynamic Punch und No Guard machen, ja? Stone Age No Guard. Wir müssen uns nie Gedanken machen, dass wir irgendwie treffen, weil wir treffen jedes Mal. Zack. Und wir haben nochmal einen Priority-Nutzer, was auch ganz gut ist, mit Bullet Punch zum Beispiel. Also machen wir mal, ja, haben wir wie gesagt als Breaker reingenommen, würde auf jeden Fall das Team ganz gut ergänzen. Und es gibt halt bestimmte Teams in der Moon Conference, wo halt Machomai besser als Kobalium ist. Ja, und da kommt Kobalium ins Spiel und nimmt da natürlich nochmal ein bisschen Verantwortung an sich. Und es kann halt echt hart reinhauen, da muss man wirklich aufpassen. So, und unser letzter Pick, Zorbiris. Was kann ich zu Zorbiris sagen? Viele Leute finden Zorbiris im Draftmeter nicht so geil. Ich persönlich finde Zorbiris für einen D-Pick extrem nice, ja. Prankster, wir haben Will-O-Wisp-Support, wir haben gute Recovery in Form von Genesung. Wir können halt einfach mit Zorbiris nerven. Und ja, ich weiß, Zorbiris ist nicht das tankingste Mon. Ja, ich weiß, es gibt mittlerweile Fairy-Types, ja, sprich Zorbiris ist nicht mehr schwächenlos. Aber als D-Pick und halt allein die Tatsache, dass es mich, dass es einen Auto-Win hat sozusagen gegen Mons wie Meditalis, gegen Mega Meditalis, gegen Galagladi, halt generell gegen viele Fighting-Types, ja, macht dieses Monster eigentlich sehr, sehr valuable. Denn die Tatsache, dass ich es in meinem Team habe, in meinem Rooster habe, ja, die wird dem einen oder anderen Gegner zu bedenken geben. Er wird sich dann so denken, ey, warte mal, was mach ich denn, wenn er jetzt in Zorbiris geht? Ja, Zorbiris fängt halt Kampfattacken gut ab, Zorbiris fällt normale Attacken gut ab. Zorbiris hat diese Recovery, Zorbiris kann mich dann nerven mit Donnerwelle, mit Knockoff, whatever. Ja, das Ding ist halt echt nervig. Ja, und das ist der einzige Grund, wenn Zorbiris in 1-2 Spieltagen gut kommt, ja. Vielleicht auch nur in einem. Das reicht, es ist ein verdammter D-Pick, der soll nicht mehr machen, okay? Der soll einfach nur da sein und mir halt die Möglichkeit geben, dass ich vielleicht auf ihn zurückgreifen kann, wenn er mal richtig gut kommen kann. Und da bin ich mir bei Zorbiris sicher, Zorbiris ist eins dieser Monster, das es wird an einem Spieltag mindestens extrem geil kommen. Das sind halt, das ist bei den D-Picks immer so. D-Picks kommen halt an 1, 2, vielleicht sogar 3 Spieltagen extrem geil. Und das macht, weiß ich nicht. Und ich denke, Zorbiris ist da gerade im D-Tier eins der besseren Mons. Könnt ihr euch noch an meine letzte Season erinnern mit Trombok im D-Tier? Beziehungsweise im untersten Tier. Trombok hat in diesem einen Kampf gegen Daniel so hart gecarried. Und das reicht. Mehr erwarte ich nicht. Wenn es an einem Kampf gut kommt, Daumen hoch. Als D-Pick-Spitze. So, wir haben jetzt alles durch. Außer meinem letzten S-Tier-Pick. Voltolos in der Inkarnationsform. Viele Leute sagen, das ist die Schwäche in meinem Team. Ich kann dazu nur sagen, nee. Erstens, was hätte ich alternativ draften sollen? Zweitens, ihr wisst, ich habe alles im Draft bekommen, was ich wollte. Außer einer Sache. Ich habe Boreos nicht bekommen. Wir wollten Boreos T haben, ja. Leider wurde es in der letzten möglichen Sekunde gesniped. Ich hätte Boreos definitiv gefirst picken in der ersten Runde, ja, noch vor Kobalium. Aber Bene kam mir davor, ja. Also normalerweise hätte dieses Voltolos ein Boreos sein sollen. Dann hatten wir halt das Problem, es gab einige Mons, die dann halt aber für das generelle Grundgerüst des Teams wichtiger waren als die nächstbesten Alternativen, sodass wir den S-Pick halt immer ein bisschen weiter rausgeschoben haben und uns dann halt eher aus dem B-C-Tier bedient haben, okay? Die nächstmögliche Alternative wäre zum Beispiel Zapdos gewesen. Zapdos wäre auch sehr, sehr, sehr geil in diesem Team gekommen. Wurde uns aber leider auch weggepickt. Sprich, wir haben halt einfach zu Boreos in der Inkarnationsform gegriffen. Warum Boreos in der Inkarnationsform und nicht in der Tiergeistform? Eigentlich hauptsächlich, weil wir nochmal ein schnelles Mon haben wollen. Ja, 111 Speed sind halt besser als 101 Speed in der Tiergeistform. Und generell macht halt Voltolos in der Inkarnationsform circa das, was Boreos in der Tiergeistform gemacht hätte. Momentum generieren. Klar,
Voltolos ist bei weitem nicht so gut wie ein Boreos. Das ist mir klar. Das ist uns klar. Gerade weil die Belebekraft einfach so viel Druck von diesem Boreos beispielsweise nimmt. Ja, weil er halt einfach passive Recovery hat. Und ein Voltolos nicht. So oft kann das nicht reinkommen. Der Vorteil bei Boreos ist aber in diesem Team, dass es setupen kann. Es kann setupen, ja. Es kann theoretisch ein Defog vom Gegner reinkommen und dann selber sweepen. Und es kann halt einfach, wenn Glurak X nicht genug ist, wenn Cobalion nicht genug ist, wenn irgendwas anderes in unserem Team nicht genug ist, kann das theoretisch selber zum Breaker werden. Ich weiß nicht, ob es Nasty Plot kann. Ich bin mir da unsicher. Ich meine, es müsste Nasty Plot können. Sprich, es ist auch hier wieder ein gefährlicher Setup-Sweeper. Und es hat den Voltwechsel. Step-Voltwechsel bei so einem Boreos macht, Voltolos macht schon guten Damage, ja. Einzige, was fehlt, ist die Recovery. Ansonsten haben wir auch noch einen schnellen Taunter. Wir haben generell Zugang zu Strolch, um uns halt irgendwie Priority zu gönnen gegen was weiß ich was. Wir haben nochmal irgendein Mon, was hier richtig krass mit Donnerwelle nerven kann. Also, viele mögen das Voltolos nicht. Ich sage an dieser Stelle einfach nur an diese Leute, stellt euch mal vor, es wäre ein Boreos gewesen. Dann sehe das ganz anders aus. Aber ein Voltolos wird den Job halt leider nicht genauso gut machen, aber es wird den Job trotzdem extrem nice machen. Da bin ich mir sicher. Ja, gerade in diesem Team. Gerade in diesem Team, was halt so Breakern so viel Support gibt, okay? Und das war das Team der Tektos Toppers dieses Season. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich kann dazu nur sagen, ich bin mit dem Team sowas von zufrieden. Ich bin der Meinung, dass dieses Team definitiv Top 3 Potenzial hat, dass dieses Team definitiv in den Top 3 der besten, bestgedraftetsten Teams in beiden Conferences drin ist. Da bin ich mir absolut sicher. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch schon auf den ersten Spieltag gegen Bene. Wir spielen das Spiel am Samstag höchstwahrscheinlich, also dieses Wochenende. Ihr seht es dann leider erst zum 17. Also ihr müsst euch da ein bisschen gedulden. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich freue mich da sehr, sehr drauf. Im Vergleich zur letzten Season bin ich natürlich auch, was mich selber angeht, nochmal ein bisschen reifer geworden. Und ich kann euch sagen, ich will natürlich gewinnen. Ich will auch um jeden Preis gewinnen, okay? Aber ich gehe nicht über Leichen dieses Mal. Und dieses Mal hoffe ich, dass ihr das genauso seht. Fairplay ist unser Motto diese Season. Okay, Tektos Toppers. Wir wollen natürlich unsere Gegner schön auslöffeln wie Müsli. Okay, aber wir gehen trotzdem nicht über Leichen. Und vor allen Dingen, wir wollen es fair machen. Okay? Sprich, wenn wir mal irgendwie gehext werden, wenn wir jemanden hexen, alles gut, es ist Pokémon. So ist es halt. Was soll man machen, ne? Okay, Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Schreibt mir bitte eure Meinung zu unserem Team in die Kommentare. Was gefällt euch vielleicht nicht so gut? Kritik ist sehr, sehr gerne erwünscht, aber bitte Kritik, die auch handfest ist. Ja, belegt eure Kritik. Sagt jetzt nicht einfach, dein Team gefällt mir nicht. Punkt. Wäre nicht so geil. Dein Team gefällt mir nicht, weil, okay? Argumentiert, würde mich freuen. Feedback ist immer gerne gesehen und vor allen Dingen, falls ihr irgendwelche Wünsche noch zur nächsten Season habt, jetzt ist eure Zeit, wo ihr diese Wünsche äußern könnt, ja? Kauft mein Merch alternativ und ja, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Euer Regi und viel Spaß mit der kommenden GPL-Season. Ich freue mich schon tierisch drauf.